Hallo Tanto-Freunde und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Bevor ich das Messer an den Andi weiterschicke, habe ich gedacht, schauen wir uns hier nochmal bei ein bisschen besseren Lichtverhältnissen an. Vor allem, was noch im Karton mit dabei ist. Ja, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, T99T Stonewash Coyote. Mit dabei kommt nämlich noch hier diese echt brauchbaren Gürtelschnallen. Die tragen nicht weit auf. Dann kannst du dann dir hier schön den Schrauben geben sie mit. Zwei, okay. Kannst natürlich ein bisschen hochsetzen. Ja. Zwei Positionen hast du hier. Ne. Dann kannst du natürlich auch so quer tragen, könnte man es. So an den Gürtel. Man könnte es über Kreuz ziehen, ne. Als Rechtshänder an die linke Seite. Ne. Aber man zieht nicht über Kreuz, außer man sitzt. Ja, interessanter großer Zombie-Stachel-Papierwerk haben wir noch ein bisschen dabei. T99T gibt es natürlich auch mit normaler Klinge. D2-Stahl ist 59 bis 61 HRC gehärtet. 3,8 mm, da lag ich gar nicht so schlecht in meiner Schätzung. Klingenlänge ist 117 mm, 4,6 Inch, also führbar. G10 Griffschalen, Totallänge 24,5 und Gewicht 202 Gramm. Ja, das ist der Lieferumfang. Und dieses dieser D2-Stahl ist echt ein zähes Zeug und absolut robust. Jetzt sieht man ja ein bisschen dort, wo die großen Serrations sind. Da ist die feine Schneide ein bisschen umgelegt. Aber ist auch kein Wunder. Das Wildapfelholz, das ist hart und zäh wie kaum etwas anderes. Also ein bisschen lausiges Papier. Was haben wir hier? Böker-Accessoires. Sehr schön. Hat auch einer mal Katalog verwendet. Mal gucken, aber das war immer noch, ne? Das ist nicht geschärft worden. Ne? Das Teil ist immer noch. Naja, ein paar kleine Macken hat es vielleicht, aber minimal. Aber im Großen und Ganzen gutes Papier ist jetzt auch nicht gerade Hammer. Ne? Und ich kann sagen, das hier sieht man es immer wieder mal. Ne? Das ist immer noch rasiert scharf. Da vorne. Ne? Haare habe ich keine mehr an den Armen. Die sind schon alle beim letzten Mal draufgegangen. Aber klasse Teil. Hätte nicht gedacht, dass das Ding nach dem Missbrauch mit dem Hartholz immer noch rasiert. Verarbeitung ist gut. So die Übergänge. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist hier dieser Schraubenschlüsseleinsatz hier. Da würde ich mir wünschen, dass es auch Griffschalen ohne dem hier gibt. Und da muss man mal schauen, ob man den auch abschrauben kann. Das ist vielleicht ganz okay, so ein Bit-Einsatz. Und außerdem dient sie auch als Lanyard-Hole. Warum nicht ein Lanyard-Hole sechskantig ausführen für ein Bit? Das ist keine schlechte Idee. Das ist natürlich die Frage, wie praktisch das ist, weil der durchrutscht. Ne? Ich glaube, auch nicht so sinnvoll, weil du kannst zwar drehen, aber wie willst du den Bit halten? Man muss ja bei manchen Schrauben auch Druck ausüben. Also sagen wir mal so, das ist ein sechskantiges Lanyard Hole. Das Teil hier abschrauben, wie das Loch aussieht, ist mir eigentlich egal, aber das Teil hier, Flaschenöffner brauchst du nicht wirklich dafür, den kriegst du auch damit auf deine Bierflasche. Das hier können sie sich zukünftig echt sparen. Ich finde, das macht das Design ein bisschen... Okay, sie wollen Funktion reinbringen, aber... So zäh wie das Teil ist, könntest du wahrscheinlich eine Fensterscheibe auch hier vorne direkt einfach dran halten. Puh, Stein. Ich glaube, das überlebt auch keine Fensterscheibe bei dem harten Stahl. Die Spitze weg. Lanyard Hole können sie lassen, wie es ist, und dieser Flaschenöffner raus.
dann wäre das ein richtig geiles Messer. Ist auch so ein geiles Messer. Der Stahl ist wirklich gut. Muss natürlich so extreme Sachen mögen. Das ist schon taktischer geht es eigentlich nicht mehr. Ne? Tanto Serrations. Und dann noch so ein kantiges Design. Aber mal was anderes. Ne? Warum denn immer der gleiche Einheitsbrei? Vorne, das vordere Teil der Spitze ist flach. Flach geschliffen. Bringt noch ein bisschen mehr Stabilität. Stabil ist es, das haben wir ja gesehen beim Hartholzen, so ein bisschen die Spitze gehebelt, das hat er nichts gemacht. Rasiert immer noch. Diese Rations haben ganz ganz klein bisschen gelitten beim Hartholz. Aber die sind da ja auch natürlich super fein, die gehen ja da auf 0 runter, ne? Haben ja auf der anderen Seite keine nicht angeschliffen, die gehen von der einen Seite bis runter, wären natürlich ganz fein. Das ist da natürlich dann schon eine extreme Belastung. Aber immer noch sauscharf. Hier ein dünnes Schlägerband drumherum, um es ein bisschen weich zu machen. Dann wäre das der ultimative taktische Fighter. Ne? Könnte ich mir auch gut vorstellen als Messer für einen Soldat. Robust genug ist es. Damit kannst du auch mal eine Kiste aufhebeln, irgendwelche Sachen abschneiden. Oh, cool. Apropos abschneiden, ich habe noch ein Gurtmaterial rumliegen. Gleich mal holen. Moment. Ja, weil der Bruder das letzte Mal Einsatz an einem Fahrzeug hatte, ne? Und das Auto dann auf den Schrott wanderte. Nachdem die fertig waren, hat er die Gurte rausgeschnitten. Und mir mitgebracht, mal als Testmaterial. Ne? So, schauen wir doch mal. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen platzmäßig behängt. Muss ich mal im Keller machen, kann man es mit Schraubstock ein Ende einspannen. Einfach nur mal gucken, wie das dann kommt. Müsste ja eigentlich recht gut durchgehen dann. Ne? Stammt, glaube ich, aus einem Fiat. Gesehen, ob das auf der Kamera drauf war. Das geht hier sehr gut durch. Da ist überhaupt drin, ein bisschen rüber. Da reicht schon fast die kleine Fläche der Serrations, die sich da natürlich hervorragend durchbeißen. So was ist natürlich dann eine Paradeübung für ein Messer mit Serrations. Die Serrations reißen. Wie das zäh ist, das Ding hängt natürlich nur noch an einem Faden. Das ist schon ein zähes Material hier, diese Gurte. Aber zuerst reißen es die Serrations an und dann kommt nach vorne scharfe Klinge. Ja, nur vorne. Eine tierische Sauerei hier. Boah, das geht durch wie nix. Geil. Müssen wir jetzt öfters mal hier mit Messer testen. Gucken, was passiert, wenn wir es hinten in den Choil setzen. Da finde ich gut. Ich habe schon zig Messer gehabt, wenn dann hinten was in den Choil rutscht, dann verkantet sich und geht nicht weg. Hier geht es aber gerundet hoch, das heißt, es rutscht hier wieder gut aus dem Choil raus auf die Schneide. Ja, also das Ding ist scharf. Ne, okay. Okay. Genug gespielt, Leute. Sie wieder Sauerei, schimpft die Frau. Bye, macht's gut. Andi, jetzt schicke ich es dir. Das ist, ich weiß nicht, ob sie Stefan geschärft hat. Ich habe sie jetzt auf jeden Fall nicht geschärft. Das ist noch original. Schau es dir mal an. Wenn nicht, ziehst du es ein paar Mal über einen Keramik oder einen Wetzstall oder irgend sowas, aber
Ich glaube, das Ding ist noch immer scharf genug für alle möglichen Schneidaufgaben. Okay, Leute, danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Das war der Zombie Killer T99T. Cooles Teil, 70 Euro. Gibt es bei Dirk Wanger im Shop. Messer und Co. auf eBay, Messerbude. 69,90 ist, glaube ich, der richtige Preis. Da Schlägerband drumherum. Dann liegt das Teil geil in der Hand, so wie bei dem da hier. Ah ja, drumherum gemacht, das ist jetzt geil. Das liegt so geil und in der Hand. So ein Schlägerband. Cool. Also, ciao Leute, macht's gut, bye bye.